Stell mich so an. Nach den Prüfungen kannst du machen, was du willst. Bis dahin will ich nicht, dass du weggehst. Hör auf, mich zu stressen. Alles auf die letzte Minute, das bringt sowieso nichts. Hab ich was verpasst? Dein Sohn macht in 2 Tagen Abi und will mit seinen Freunden abhängen. Nur ganz kurz, um ein bisschen zu entspannen. Das ist alles. Das scheint mir nicht sehr vernünftig. Ja, natürlich. Das war ja klar. Klar, du bist sowieso immer auf ihrer Seite. Was soll denn das heißen? Ach, was, vergiss es. Das ist genauso bescheuert wie die Idee, in dieses Kaff zu ziehen. Das hatten wir vorher gemeinsam besprochen. Willst du mich verarschen? Du hast gewusst, dass ich eine Bude in der Stadt wollte. So sprichst du nicht mit deinem Vater. Darf ich fragen, wo du hingehst? Nirgendwo hin. Mit dem Wohnzimmer dauert es noch eine Weile. Zwischen dem Fliesenlegen und dem Streichen haben wir noch eine Menge zu tun. Das mit dem Rohrputz im Eingangsbereich ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Nicht, mach dir keine Sorgen. Das wird schon. Er braucht nur ein wenig Zeit. Loïc. Sarah, ich muss mit Ihnen sprechen. Sofort. Sie haben sich bei Madame Lacombe in der Dosierung vertan. Glücklicherweise haben wir sofort reagiert. Es hätte zum Herzstillstand führen können. Das tut mir leid, aber ich war mir sicher, dass... Hören Sie auf. Ich bin nicht blöd. Denken Sie, ich merke das nicht. Ich weiß, dass Sie Dienste von Kollegen übernehmen. Und ich habe beide Augen zugedrückt, aber damit ist es vorbei. Sehen Sie sich doch an. Sie sind nicht mehr in der Lage, Ihre Arbeit richtig zu machen. Sarah, es ist jetzt über ein Jahr her. Sie müssen wieder anfangen zu leben. Also gehen Sie nach Hause. Anaïs wird Sie vertreten. Ich will Sie vom Montag nicht mehr sehen, verstanden? Ja. Alles in Ordnung? Die Oberschwester war ganz schön sauer. Was deine Schlaflosigkeit betrifft,
Ich habe da von einem tollen Medikament gehört. Ich kann mich erkundigen, wenn du willst. Das ist nett von dir. Ich muss gehen. Wir sehen uns später. Ja, genau. Wir sehen uns später. Guten Abend, Madame. Gendarmerie. Ihre Papiere, bitte. Hier, bitte. Darf ich fragen, wo Sie wohnen? Ein Stück weiter hinter Bischheim. Ich arbeite im Krankenhaus von Huguenot. Ist Ihnen heute Abend irgendwas aufgefallen? Ein verdächtiges Fahrzeug vielleicht? Nein. Ich bin nicht sehr vielen Leuten begegnet. Wieso ist was passiert? In zwei Häusern in der Gegend wurde eingebrochen. Alle sind in Urlaub gefahren. Konjunktur für Einbrecher. Alles in Ordnung. Sehr gut. Sie können weiterfahren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Madame. Trotzdem, Augen offen halten. Es ist 2 Uhr. Alles wird gut. Es tut mir leid. Du bist so plötzlich aufgetaucht. Ich habe dich in der Dunkelheit nicht gesehen. Helfen Sie mir. Ich nehme dich mit zu mir. Na komm, ich helfe dir aufzustehen. Ganz vorsichtig mit dem Kopf. Geht's? Kannst du laufen? Helfen Sie mir bitte. Steigen Sie an, wir müssen sofort fahren. Aber warum? Was ist denn los? Lassen Sie den Motor und schnell, schnell! Was ist denn los?
Los, halt sie schneller! Ich kann nicht! Wer ist der Typ? Was will er von dir? Der ist ja krank! Was hast du mitten in der Nacht am Straßenrand gemacht? Bist du vor etwas weggelaufen? Vor diesem Mann vielleicht? Kennst du ihn? Hat er dir was getan? Du kannst mit mir reden, hab keine Angst. Ich habe sein Gesicht gesehen. Ich habe den Einbrecher bei mir überrascht. Ich war weg, ich war gerade nach Hause gekommen. Meine Eltern sind in Urlaub gefahren und haben mir die Hütte überlassen. Er muss gedacht haben, es ist niemand da, er war nicht maskiert. Deshalb verfolgt er mich. Wer weiß, vielleicht war es überhaupt nicht. Wieso sollte er uns laufen lassen? Er hätte uns ganz einfach den Weg versperren können. Oder was meinst du? Ich glaube, dein böser Wolf ist längst über alle Berge. Du hast wahrscheinlich recht. Wohin fahren wir? Zu mir. Bis zum Krankenhaus ist es zu weit. Wir müssen deinen Arm behandeln. Übrigens, ich bin Sarah. Ich bin Arthur. Tut das sehr weh? Nein, nein, geht schon. So, fertig. Es musste nicht mal genäht werden. In ein paar Monaten ist nichts mehr davon zu sehen. Ich bin zu schnell gefahren. Ich hätte bremsen müssen. Mach dir keine Vorwürfe. Die Verletzung, das warst du nicht. Ich verstehe nicht. Er hatte ein Messer. Und als ich fliegen wollte... Warum hast du mir das nicht gesagt? Er ist gefährlich. Wir müssen etwas unternehmen. Rufst du die Polizei an? Das hätte ich längst gemacht, aber wir haben keinen Telefonanschluss. Und was hast du vor? Bis zur Gendarmerie nach Bischheim sind es ungefähr 20 Kilometer. Nein, 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 ich will nicht mehr raus. Nein, nein. Bist du verrückt? Der Typ ist krank. Er hat versucht, dich zu töten. Wenn wir noch länger warten, werden sie ihn nie erwischen. Und wenn wir ihm nochmal begegnen? Lass uns bis morgen früh warten, bitte.
Lass uns die Nacht hier verbringen. Ich habe Angst. Hier bei dir fühle ich mich sicher. Also gut. Aber wir fahren sofort morgen früh. Und deine Eltern machen sich wirklich keine Sorgen? Nein, sie sind ins Ausland gefahren. Vom Montag rufen sie nicht an. Außerdem bin ich volljährig. Hier, die wirst du brauchen. Nachts wird es sehr frisch. Und das habe ich dir auch mitgebracht. Dein T-Shirt ist ziemlich schmutzig. Vielen Dank. Entschuldige, es sieht hier schrecklich aus. Das war mein Mann. Er ist zurück in die Stadt gezogen und hat die Arbeiten nie beendet. Das steht dir wirklich gut. Wenn du magst, kannst du es behalten. Was ist los? Hast du etwas verloren? Mein Medaillon. Die Kette muss gerissen sein. Also hier wird sie wohl nicht sein. Jetzt schlaf, wir suchen sie morgen. Nein, wir müssen sie finden. Meine Eltern bringen mich um. Ich bin sicher, sie werden es verstehen. Niemals, du kennst meine Eltern nicht. Willst du ein Foto sehen? Ja, klar. Du hast eine nette Familie. Du bist gar nicht mehr drauf? Naja, ich mache mal die Fotos. Ich gehe schlafen. Wenn du irgendwas brauchst, weck mich ruhig. Ich schlaf sowieso nie richtig gut. Gute Nacht. Und danke nochmal. Gute Nacht, Arthur.
Was treibst du denn hier? Wer hat dir erlaubt, dich hierher zu legen? Entschuldige, ich wollte nicht. Raus, sofort! Du hast hier nichts zu suchen, verstanden? Arthur? Arthur! Das werde ich nicht schaffen, es ist zu weit. Er wird uns einholen. Hier entlang, schnell.
Er ist vor der Tür. Was macht er? Sie haben zwei neue Nachrichten. Salü, Michelle, ich bin's, deine Mutter. Ich hoffe, alles ist gut gegangen und ihr hattet schönes Wetter. Ruf mich an, ich möchte wissen, ob ihr gut angekommen seid. Küsschen. Salü, ich bin's, Fabrice. Ich bin gerade aus New York zurückgekommen. Ist wirklich ein irres Land. Würde dir gefallen. Vor allem deinem Sohnemann, der fast nur vor dem Fernseher hockt. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, in einem Film zu sein. Also dann, ruf mich zurück.
Vorsicht. Immer langsam, ihr zwei, ja? Wer als Erster in seinem Zimmer ist. Schön, wieder zu Hause zu sein. Hast du die Alarmanlage repariert? Mhm. Ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Wir sollten uns überlegen, sie auszutauschen. Das passiert mir zu oft. Oder wir schaffen uns einen Hund an. Ja, ich will so einen wie Letizia. Deine Freundin hat einen Yorkshire-Terrier. Hast du deine Mutter angerufen? Na sicher. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Sie macht sich immer Sorgen, wenn wir unterwegs sind. Naja, du kennst sie. Kommt sie? Nächste Woche und sie kann es kaum erwarten, euch zu sehen. Ja, schön. Ich kenne da jemanden, der wieder sehr verwöhnt werden wird. Weißt du mir das Brot? Ja. Danke. Melody, mein Schatz, holst du mir bitte den Käse aus der Küche? Das wäre lieb. Wer hat den Ganzen wohl eher gegessen? War es die Hexe oder hat das Mäuschen ihn gefressen? Oh, man merkt, dass du aufgehört hast zu rauchen. Du musst wissen, was du willst. Ich wette, dass er wieder schwach wird. Vielleicht. Melody, hast du den Käse gefunden? Schatz, was machst du? Dummheiten natürlich, wie üblich. Das musst ausgerechnet du sagen. Was schleppst du denn da alles an? Du hast gesagt, dass ich mir ein Eis nehmen darf. Gute Nacht, Herzchen. Gute Nacht. Schatz, kommst du ins Bett? Ja, sofort.
Lass mich nicht allein. Ich will nicht. Durch, ich bin da. Nicht einschlafen. Bleib bei mir. Nicht mehr lange. Gleich geschafft. Ich habe ihn getötet. Nicht zu glauben, ich habe es getan. Du hast mir das Leben gerettet. Ohne dich gäbe es mich nicht mehr. Wir müssen die Polizei benachrichtigen. Ein Haus suchen, ein Telefon. Du ruhst dich erstmal aus, das machen wir später. Du bist nicht gut drauf. Wir nehmen den Kombi, kannst du fahren? Nein. Ich fühle mich im Auto nicht sicher. Ist nicht so schlimm, ich schaffe das schon. Lässt du mich allein? Ganz bestimmt nicht. Wir bleiben zusammen, egal was passiert. Und was machen wir mit dem Mann? Ich weiß nicht, sollten wir die Leiche nicht wenigstens mit irgendetwas abdecken? Nein, nein, besser, wir fassen sie nicht an. Darum kümmert sich die Polizei. Scheiße. Er wird den Schlüssel bei sich haben. Ich bleibe hier. Alles klar. Wir können fahren. Mist.
Bieg ab, rechts ab! Warum, was? Ich hab gesagt, rechts abbiegen! Warte hier auf mich. Warum soll ich? Ich werde sehen, ob ich ein Telefon finde. Glaubst du, dass jemand da ist? Was machst du denn hier? Du solltest doch im Auto bleiben. Hast du die Polizei angerufen? Ja, hab ich. Sie schicken einen Streifenwagen bei dir vorbei. Und was machen wir? Wir fahren aufs Revier, sie erwarten uns. Was ist mit dir los? Hast du wirklich die Polizei angerufen? Warum fragst du mich das? Ich will die Wahrheit wissen, Arthur. Was meinst du? Hör auf damit, bitte. Der Mann, den ich getötet habe, war kein Einbrecher. Wie kommst du darauf? Hör auf, mich für dumm zu verkaufen. Warum hat er dich verfolgt? Was hast du ihm getan? Er hatte eine Familie, wusstest du das? Verdammt, jetzt sag endlich was! Sarah, verlangsame! Fahr nicht so schnell! Hör auf! Hör auf, das reicht! Hör auf, sie sind alle tot, das bringt nichts! Was?
Hallo? Hallo? Arthur, hörst du mich? Beweg dich nicht. Beweg dich nicht, das wird schon wieder. Beweg dich nicht. Bleib ganz ruhig. Ich zieh dich da raus. Halb so schlimm, das wird wieder. Die Schnittwunde ist nicht tief. Ich komme nicht raus. Das ist nur für den Fall. Jetzt mach schon, hol mich hier raus. Du hast gesagt, sie sind tot. Hast du sie umgebracht? Spinnst du oder was? Das war der Typ, der war komplett durchgeknallt. Hör auf, mich anzulügen! Ja, du hast recht. Er war kein Einbrecher. Der Einbrecher, das war ich. Was hast du gesagt? Ich hatte mir ein Haus ausgeguckt. Ich habe gedacht, die Bewohner sind im Urlaub. Ich bin rein und habe mich umgesehen. Und plötzlich bin ich im Dunkeln gegen etwas gestoßen. Es war die Leiche eines kleinen Mädchens. Und ein Stück weiter bin ich auf die Mutter gestoßen. Sie war auch tot. Da habe ich Panik gekriegt. Ich habe irgendwas runtergeworfen. Ich muss es gehört haben. Als ich fliehen wollte, tauchte er vor mir auf mit einem blutverschmierten Teppichmesser in der Hand. Da habe ich kapiert, dass der Irre seine Familie massakriert hat. Melody! 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 Melody!
Weißt du was, du kannst mir viel erzählen. Ich glaube dir kein einziges Wort. Ich schwöre, dass das die Wahrheit ist. Warum sollte ich sowas erfinden? Er hat mich auf der Treppe verfolgt und mit seinem Teppichmesser erwischt. Ich bin in die Küche gerannt, habe mich unter der Spüle versteckt. Er kam rein und hat das Messer abgespült. Ich krieg dich, du Dreckstück. Du hast getan, was du tun musstest. Der hätte uns beide umgebracht. Warum hast du nichts gesagt? Ich hatte Angst, dass man mir nicht glauben und mich verhaften würde. Meine Fingerabdrücke waren im ganzen Haus verteilt. Ich weiß gar nichts mehr. Du hast mich nur belogen. Ja, das stimmt. Ich hab dich belogen. Aber ich bin nur ein kleiner Gauner, der nachts bei Leuten einsteckt, um sie zu beklauen. Ich bin kein Mörder, Sarah. Ich habe keine Familie. Ich habe nur dich. Was machst du? Geh nicht weg! Was soll aus mir werden? Es kommt bestimmt bald ein Auto vorbei. Das kannst du mir nicht antun! Ich habe dich verarztet! Und ich habe dich beschützt! Denkst du wirklich, dass ich dir wehtun könnte? Sarah! Sarah! Du bist der einzige Mensch, für den ich existiere. Ich kapiere lieber, als dich zu verlieren. Was soll das? Hör auf! Ist doch egal, was mit mir passiert. Das war meine Schuld.
Ich belüge dich nie wieder. Schmerzen. Mach die Augen zu. Was? Ich sagte, mach die Augen zu. Dass du es trägst. Das kann ich unmöglich annehmen. Doch, bitte, ich möchte, dass du es behältst. Es hat mir immer Glück gebracht. Komm, stütz dich auf mich. Oh, dem Himmel sei Dank. Hey! Anhalten! Helfen Sie uns! Hey! Bitte halten Sie an! Halten Sie an! Ich gebe es dir lieber zurück. Ich bin so müde. Schlaf. Ich bin ja da. Thank you.
Mm-hmm.